Ich will noch mal kurz auf das letzte Selbstgespräch eingehen. Die Schwierigkeit ist, man muss sich den Ganzen langsam nähern, man muss sich selbst langsam nähern, das, was man ist. Es ist eigentlich schon angstmachend, wenn man das erste Mal feststellt, ich bin eigentlich ein absolutes Nichts. Die Grundvoraussetzung, dass man zu alles wird. Was dann in Filmfans so esoterisch klingt, und ich spreche da ganz, ganz kurz hier, gerade jetzt das, was du an Informationen kriegst aus Medien und Fernsehen oder von sogenannten Gurus oder Lebensberatern. Das ist alles ein riesen Wischiwaschi, das teilweise sehr präzise ist. Ich spreche immer wieder jetzt einmal in der ESO-Szene die Größen an: Debevoine, Dolly, in Karl Renz, was ich hier schon angesprochen, in Daniele Ganser, schöner Vorträge. Ich finde diese Menschen, die ich mir ausdenke, finde ich ganz, ganz klasse. Was ich aber sage, das ist nichts. Alles, was die erzählen, was sie lehren, einem Geist, einem bewussten Geist überhaupt nichts bringt. Weil hier alle haben einen Fehler. Das ist immer wieder, wenn ich sage, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Da, wenn wir unseren Kabelstecker abziehen, der den Strom zur Zündung im Auto bringt, funktioniert das Auto nicht. Und dieser kleine Fehler besteht darin, wenn du genau jetzt diese Pixelmännchen bei Vorträgen auf deinem Monitor beobachtest oder du hättest die auf deiner VR-Brille, wenn du selber in so einen Vortrag drin sitzt, dass das wirklich Wichtigste nicht angesprochen wird. Die, die ich mir jetzt ausdenke, erklären alles, was sie erklären, immer noch irgendwelchen Personen und Menschen in ihrem eigenen Kopf. Und das ist das Allerwichtigste, die Erkenntnis, du kannst einen Gedanken von dir, einem ausgedachten Menschen, einer existierenden Erscheinung nicht erklären, was Ewigkeit ist. Ein klares Zeichen, dass sie das wirklich Wesentliche in ihrer Personifizierung nicht verstanden haben. Es sind Selbstgespräche. Was ein träumender Geist ist, kann nur ein Allereinziger verstehen, nämlich der Geist, der sich das jetzt denkt. Der Geist, der träumt, nur er selbst kann das verstehen. Niemals irgendeine Figur im Traum. Mag die noch so real erscheinen auf der VR-Brille oder sich real anfühlen? Wie fühlt sich eigentlich was real an? Ist ganz einfach. Dann denkst du jetzt an deinen Körper und dann reibst du mal die Hände an dem Körper, den du dir ausdenkst. Du stellst deine zwei Hände vors Gesicht. Das ist jetzt im Prinzip dasselbe, wie wenn du auf den Monitor schaust. In dem Moment, wo du die Hände vor dich hinhältst, tauchen diese Hände auf der VR-Brille auf. Wenn man einmal mit einer VR-Brille gespielt hat, hier mit einer etwas besseren und hat zwei Kontrolle in der Hand und man dreht die Hände, dann sieht man genau das, wobei die Hände, die du siehst, sind ein reines Konstrukt eines Programms. Und wenn du das jetzt machst und schiebst du die zwei Hände, deine Hände in dein Gesichtsfeld und drehst die, passiert nichts anderes in dir. Dein blaues Ich, dein Schwamminhalt, dein Intellekt ist das Programm und der Rest, das spielt sich alles in dir selbst ab. Und das jetzt zu akzeptieren, das ist der erste Schritt. Holger, sag einmal, wenn was bei dieser Störung drauf. Ganz kurzer Geräusch von sich hin. Ich habe das Geräusch auch gehört, aber das hat. Ja, ist was, das schwingt sich dann, das hängt, müssen wir Okay. technisch nicht drauf eingehen. Läuft übrigens nichts verkehrt. Ich will bloß, manchmal ist es auf der Ja. Aufnahme drauf, manchmal ist es nicht drauf. Und du merkst, wir reden immer wieder normal. Ja. Wenn du absolut bewusst bist, schaust du das an, ohne zu bewerten. Was ich eigentlich noch ein bisschen drauf eingehen will, auf das letzte Selbstgespräch, das ist diese vollkommen neue Weltsicht in der Matrix. Und dazu schalte ich jetzt einmal das Bild an und ich mache mal dieses Astro-Programm. Das ist das mit dem Drehen, mit dem Spiegel. Dass das eigentlich unser Tetraeder ist. Das ist, dass du jetzt merkst, dass die Mythologie wirklich Physik wird. Ja. Dazu übertrage ich einmal ganz kurz den Bildschirm. Ich hoffe, das haut jetzt hin, weil ich mache mal da mit Ton, den brauchen wir an und für sich nicht, aber falls wir noch was laufen lassen. Und dann haue ich jetzt hier mal ganz kurz das Stellarium an. So, habt ihr das Bild? Ja. Ja. Haut hin. Ja. Das war also das erste Mal, ich bin ja da schon drauf eingegangen, was jetzt hier wichtig ist, dass mir die Perspektive, ich kann mich da jetzt hinzoomen und ich kann mich rauszoomen in den Süden. Und dann habe ich schon gesagt, jetzt sieht man hier schon Südosten, Süden, Südwesten, dass das natürlich jetzt verzerrt wird. Und jetzt bauen wir hier unseren Dom auf.
Den brauchen wir. Gibt es verschiedene Sachen. Das ist ja das Spiel, haben wir gehabt, wenn wir uns rauszoomen und dann können wir nach oben schauen. Genau. Und jetzt ist es natürlich zwangsläufig ja so, dass wenn ich jetzt das größer mache, sieht es ja so aus, weil ich ja nach oben schaue. Und wenn ich jetzt dann gehe, kriege ich praktisch den Kreis um mich herum. Das hängt durch diese sphärische Darstellung. Und dann habe ich gesagt, wenn wir nach unten schauen, wenn ich natürlich jetzt auf den Boden schaue, sieht es so aus. Wenn ich mich jetzt aber erhebe, von diesem ausgedachten Mittelpunkt wegdenke, dann schaue ich praktisch auf die Erdkugel drauf, indem sich das einhüllt in diese Universum. So, und jetzt verschieben wir das einmal wieder. So, und wieso ich jetzt das zeige, ich will dann nochmal ganz kurz dieses Spiel, wenn man versteht, landen wir, und das muss ich jetzt ausschließen, dass wir da zurückkommen, landen wir praktisch in dem Beispiel. Ja. Das heißt, ich befinde mich eigentlich im Zentrum, das ist, wenn ich in die absolute Ich-Perspektive gehe, ich kann hier den Rand anschauen, ich kann nach oben schauen und unten habe ich den Boden, den hätte ich jetzt übrigens wegschalten können in dem Video, wenn ich nach unten schaue, kann ich das auch so machen, dass der untere der Gegendom da ist. Ja. Und ich schaue immer bloß in Facetten rein. Wir haben natürlich jetzt nur eine Kugel, weil wir immer von einem Radius ausgehen. Mhm. Aber die Radien, dass ich immer sage, wenn du jetzt im klassischen Sinn ein Radixhoroskop erstellst, wird er die Erde zuerst einmal als ein, der Planet Erde wird als ein Punkt betrachtet und dann sieht es definitiv so aus, dass ich von dem Punkt aus zuerst einmal zwei Angaben habe. Das ist mein Längen- und Breitengrad, den ich bestimme, und dann brauche ich noch eine gewisse Zeit, die Adresse, wie ich das nenne. Die Schwierigkeit ist mit zwei Angaben, das habe ich so oft gesagt, mit Länge und Breite wird erst eine Richtung festgelegt. Jetzt setzt man natürlich schon wieder stillschweigend automatisch, weil man von dieser Erdkugel ausgeht, irgendeinen Punkt auf dieser Sphäre der Erdkugeloberfläche. Wenn ich jetzt aber Astronomie betreibe, dann wird die Erde zu einem Punkt und dann wird zuerst einmal eine Richtung festgelegt, wo ich sage, da ist jetzt der Jupiter und da ist der Saturn. Das ist aber alles ausgedachte Sachen, aufbauend auf diesem Konstruktprogramm. Ja, aufbauend auf dem Konstrukt. Und wir können jetzt hier viele Kugeln drumherum machen. Und das ist natürlich der Sprung, wo ich hier schon drauf eingegangen bin, dass wir hier zuerst einmal immer Dreiecke in Dreiecken haben. Das ist dieses kleine Spiel. Und du wirst finden, dasselbe, das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt, den können wir jetzt auf viele Schichten uns denken. Und das ist letztendlich immer dieses Spiel mit dem Video, wo wir mit unserem Geknickten unserer Spiegelkante machen, dass das immer fraktal ist. Ja. Dann kommen wir in die Quantenmechanik. Das ist, dass wir das dann immer wieder kugelförmig uns denken können. Und das ist jetzt eigentlich das, was ich mit den Lämpchen, das Video kann man ja anschauen, das ist auf vielen Videos drauf, wo wir hier diese Kante reingeben, wo wir innen oder außen Kugel kriegen, egal ob man das jetzt nach innen oder außen biegt. Ich weiß, wenn es einer kennt, kennt das, wenn nicht, hat er Pech gehabt. Dann muss er sich halt reindenken. Und das ganze Spiel befindet sich letztendlich hier, diese 3D-Hexaeder, den wir auch, also diesen Sechsfleckler, den wir auch so darstellen können. Und das macht jetzt diese Struktur interessant, ist, wenn wir jetzt sagen, das ist Camera Obscura, da ist der eine Kegel, der rote Kegel ist intern und der andere ist extern. Das wäre unsere obere und unsere untere Hälfte. Mhm. Und ich kann dann immer nur sagen, das sind ja reine geometrische Strukturen. Das ist Kabbalah, kennt es in Ansätzen, was das wirklich bedeutet, wenn ich hier diese Bilder immer anzeige. Das sind arithmetische Strukturen von Bibelversen, weil Bibelverse physikalische Formen sind. Es sind reine Zahlenstrukturen in einer unendlichen Harmonie. Was ich hier ansatzweise erkläre, weil die Welt wirklich komplett ein anderes Weltbild ist. Und ich will das hier nochmal zeigen. Das ist jetzt flächig dargestellt. Wenn wir uns jetzt eine Tiefe denken, schieben wir hier zwei Tetraeder übereinander. Ich will jetzt da nicht auf die Punkte eingehen, weil das wirklich in Bibelversen strukturiert ist, weil ich sage immer wieder, diese hebräische Tora ist ein Computerprogramm. Wenn du jetzt das flächig dir denkst und ich klappe jetzt diese drei blauen Ecken nach hinten, kriege ich einen hinteren Tetraeder, wo die Bodenplatte, diese rote, der vierte praktisch die Bodenplatte darstellt. Und wenn ich jetzt die drei Eckchen hier drinnen auch nach hinten, hinten klappe, ist hier die Spitze. Ja. Das wäre jetzt genau das hier. Und das ist jetzt genau die Struktur. Dieser Mittelpunkt, das ist letztendlich das Zentrum von allen. Und da ja
in unserem klassischen Beispiel von der Kamera Obscura, die wird ja flächig dargestellt. Ich mache mal mein Bild wieder. In der Kamera Obscura haben wir ja praktisch jetzt die Kiste. Aha. Das ist das Innern, das musst du dir jetzt am Punkt vorstellen. Aber ja, es ist, wir müssen zwangsläufig, wenn wir Vorstellungen machen, müssen wir uns was ausdenken. Aha. Wir wissen im klassischen Sinn jetzt bezogen, das sind ja zwei flächige Bilder. Das heißt, wir haben außerhalb der Kiste haben wir ein Bild auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Das ist aber das Phänomen, wenn du ein Dreieck spiegelst, wenn du ein Katzenauge hast. Ja. Und in der Kiste hast du auch dasselbe gespiegelt auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Und die zwei negieren sich dann zu einem Plus. Und das ist genau der Punkt, in dem sich alles abspielt. Ja. Und der hat verschiedene Tiefenschichten. Mhm. Und jetzt ist es also so, bei Kollektionen, dass ich jetzt, Andrea, du hast gesagt, der hat verschiedene Tiefenschichten. Kannst du da vielleicht mal kurz eingehen? Das will ich gerade drauf eingehen. Wir machen jetzt einfach mal ein Bild. Wir machen eine ganz klare Vorstellung. Du stehst in deiner Küche und du schaust jetzt irgendein Bild auf deinem Monitor an. Ja. Dann ist dieses Bild, das du jetzt auf deiner VR-Brille siehst, ich sage einfach mal, mir nennt das einfach mal eine Tasse in der Küche. Die steht auf dem Küchenschrank. Sobald du das jetzt dir ausdenkst, diese Tasse dir ausdenkst, ist dieses Bild eine Facette aus der Kollektion Küche. Alles klar. Das heißt, um das nochmal zu sagen, in einer komplexeren Form ist jetzt eigentlich diese Kollektion, die wir Küche nennen, ist die Kiste. Die primitivste Form ist Schrödingers Katze in der Physik. Ja. Was Schrödingers Katze heißt, die Katze, die da drin ist, der Endpunkt, sind zwei Endpunkte. Sie lebt oder sie lebt nicht. Und solange du nicht reinschaust, sind beide Zustände gleichzeitig da, aber wenn Plus und Minus gleichzeitig da ist, ist nichts da. Und wenn ich reinschaue, sehe ich immer bloß eine Wellenhälfte. Ich sehe die lebende oder die tote Katze. Jetzt mache ich das komplexer. Ich sage jetzt, in der Kiste ist keine Katze drin, sondern viele, viele Punkte. Das sind die Bilder, die du abrasterst, wenn du dich jetzt um dich herum deine Küche denkst. Du setzt dich in die Mitte deiner Küche, ins Zentrum dieser Kollektion und du veränderst deine Blickwinkel. Wir sind bei dem Prinzip, dann siehst du die Küche, dann siehst du den Kühlschrank. Das heißt, sobald du in die Kiste reinschaust, bist du ja, die Kiste ist hüttig, du bist ja immer der Mittelpunkt, hüt dich das ein und dann hast du irgendeine Perspektive und das Bild, das du jetzt siehst, das du anfokussierst, ist eine Facette aus dieser Kiste, die wir jetzt Küche nennen. Was aber das Problem ist, dass ich sage, du kommst dann irgendwann ins Chat-Denken, weil das Wort Küche alleine beinhaltet zwar unendlich viele Bilder, das geht dann so weit, dass zum Beispiel in dieser Kiste Küche noch andere Kisten drin sind. Das nennen wir jetzt einfach mal irgendein Schränkchen oder Schublade. Mhm. Und sobald du den Schrank aufmachst, schaust du in der Kiste in eine Kiste rein, wo dann erst wieder Bilder existieren. Leichter zu verstehen ist, wenn wir das andersrum gehen, dass dir klar sein muss, dass die Kiste, die wir Küche nennen, eine komplexere Facette ist aus einer Kiste, die du meine Wohnung nennst. Ja. Wenn du in deine Wohnung zuerst einmal gedanklich das abrastest, wirst du feststellen, da ist nämlich nicht nur die Kiste Küche, sondern auch die Kiste Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Klo, was auch immer. Das sind Kisten in der Kiste. Aber da das komplexere Kisten sind, kannst du keine Bilder davon machen. Damit ist aber nicht getan. Jetzt hängt es natürlich wieder davon ab. Ich bleibe jetzt einmal ausgedachterweise bei den Kisten vom Holger und von der Andrea, die wohnen nämlich in Mietshäusern mit mehreren Wohnungen. Wenn du jetzt an deine Wohnung denkst, deine Wohnung wiederum ist eine Kiste in der Kiste, die du sagst, das Haus, in dem ich wohne, der Block. Ja, das, ja. Aber die Kiste wiederum, dieses Haus ist wiederum bloß eine Facette aus einer noch größeren Kiste, die wir jetzt Stadt nennen. Ja. Oder Straße, wir können das zwischenstufen, weil da mehrere Häuser sind. In der Straße. Aber die Straße wiederum, diese Straße mit allem, was an Kisten, an Häusern drin ist, ist wiederum eine Facette, was du Stadt nennst. Das sind jetzt die komplexeren Strukturen. Das ist genauso, wenn ich jetzt in Religionen gehe oder in Politik gehe, das bleibt sich immer wieder gleich. Und das ist alles in dir drin. Es ist so wichtig, dass du das verstehst. Löse dich von dem Wahn, dass du glaubst, du könntest Wissen in dich hineinschaufeln von außen. Dass da außen Wissen ist. Jetzt könnte ich wieder ganz streng sagen, halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Wenn du nur einen Ansatz an Geist in dir jetzt verspürst, egal
welchen Glauben du dich zuordnest. Wir bleiben mal hier definitiv in den sogenannten westlichen Glaubensrichtungen. Das ist zuerst einmal hier Judentum, Moslem, Christentum. Dann gilt für dich uneingeschränkt, wenn du sagst, ich glaube an den Schöpfer, die 10 Gebote Moses. Ich kann immer wieder darauf hinweisen, das allererste gelten auch für die Moslems. Warum hältst du nicht das zweite Gebot, das erste und das zweite? Mach dir kein Bild von dir selbst, was du laufen magst. Du machst dir ein Bild von dir und versuchst, dieses Bild am Leben zu halten. Was ist daran so schwer zu verstehen, wenn ich sage, es ist vollkommen unmöglich, etwas Existierendes am Leben zu halten? Existere heißt heraustreten aus, auftauchen. Wo kommen die Bilder her, wo kommen die Gedanken her, die du denkst? Wenn du träumst, ich mache immer nur den kleinen Schritt, wenn du träumst. Mhm. Also in dem reinen Bereich deiner Gedanken, sie kommen aus dir selbst. Absolut. Und jetzt immer, ich sage der Genauigkeit dazu, dasselbe gilt auch alles, was auf der Feuerbrille auftaucht. Das heißt, was du sinnlich wahrnimmst. Es ist genauso Information. Das ist ein ständiges Geflaggere von Perspektiven, wo du dich hineinfokussierst. Du bist in deiner Einseitigkeit, du hast nichts zu tun. Nur geschehen lassen. Und jetzt kommt die große Schwierigkeit, das hat man, bevor wir jetzt die Aufnahme einschalten, ich kann immer wieder bloß raumzeitlich reden mit der Andrea, diese große Erkenntnis, dass jeder Versuch, einen Gedanken von dir zu erklären, was er ist, Dummheit ist, Geistlosigkeit ist. Weil du versuchst eigentlich, einen Gedanken zu erklären, dass er ewig ist, was eigentlich gar nicht stimmt. Du kannst es deinem ausgedachten Gehirn nicht erklären, wo war jetzt die ganze Zeit das Gehirn, das du dir jetzt denkst, wo du sagst, das ist mein Gehirn. Dieses mein Gehirn, und das habe ich so oft erwähnt, ob wir das jetzt Gehirn nennen oder Gedanken nennen. Es sind zwei Namen für dasselbe, was ich jetzt damit beschreibe. Und ob du jetzt dir an dein Gehirn denkst oder du denkst einfach mein Gedanke, den ich jetzt genauer präzisiere mit dem Wort Gehirn. Beides existiert immer nur, wenn du es denkst. Das gilt auch dann für meinen Körper. Es gilt auch für das heliozentrische Weltbild, für die Erde. Erde, erwecktes Wissen, habe ich so oft gesagt, der Preis hier. Das ist halt die Vordersprache. Erwecktes Wissen beginnt in dem Moment zu existieren, wenn du das in dir erwächst. Das sind doppelt aufgespannte Ecken. Jetzt sind wir in dem System. Was ich noch flächig darstelle, sind genau genommen kleine Tetraederstrukturen. Wenn du einmal komplexer denken kannst, wird es für dich selbstverständlich. Ja. Aber der Trick mit der Komplexität siehst du wieder, wenn man sich mit Computerprogrammierung auseinandersetzt. Das ist auch die ganzen Vorstellungswelten, dass ich immer sage, jede Kleinigkeit von Wissen, egal ob es religiöses, ob es esoterisches Wissen ist oder allen voran naturwissenschaftliches Wissen, egal ob es sich um Medizin oder Chemie oder Physik handelt oder die Arithmetik als Ding an sich. Das kann man ja so zerdenken, das sind die kleinen Vier-Recken-Regeln, die wir in der Schule lernen als normale Menschen, sind so lächerlich, wenn du mal in die extreme Arithmetik reingehst, wie die das verkopft haben, ob das Gödel ist oder sonst was ist. Wenn sie dann hier solche Sätze machen, 1 plus 2 plus bla 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 bla, ist 10 hoch minus sowieso. Das ist alles, man kann das dann alles logisch erklären, weil du einfach eine Logik benutzt und mit einer Logik eine Vorstellung aufbaust. Geh da oft drauf ein. Aber es sind immer einseitige Logien. Der Logos selber, den kann man als Wort setzen und das ist das dann mal ein doppelt aufgespannter Ort. Und Ort kann man als erweckte Erscheinung lesen. Jetzt haben wir schon wieder erweckte Erscheinung. Wieso immer zwei? Weil der dritte, die Synthese, immer nicht beachtet wird. Auch in der Philosophie bei Aristoteles, ein riesengroße Sackgasse. So gigantisch diese Physik, diese Arithmetik ist es, Aristoteles, wenn du das einmal studierst, vor allem im griechischen Original lesen wirst, auch in Timaeus von Platon. Zuerst einmal musst du wissen, du kannst dir diese griechischen Philosophen nur ausdenken, weil die auf deinen Schwamminhalt drauf sind. Hätte man dir von den Philosophen nichts erzählt, würden die in deiner Welt niemals auftauchen, in keinen Büchern und nirgends. Du kannst nur Vorstellungen aufbauen mit Wissen, das du zum Denken benutzt. Das ist die Metapher, wenn ich sage, setz dich einmal statt ein Träumen in den Geist, sagst du, ich bin ein Computer, ein Rechnungsführer, Mechchef.
dann wird in deinem darstellenden Bewusstsein, in dem Monitor, schon ein wunderschönes Wort, kann man sehr für sich, da ist das Mono, wenn man das Griechische, das eine, aber auch das Moni, das ist mein Dein, Urdein, wenn wir es hebraisieren. Tor ist dann die Reiche, die Spiegelwahrnehmung. Das spiegelt sich alles um dich herum auf. Und die Spiegelungen bestehen, die Spiegelungen. Immer dran denken, das hebräische Wort Lunge heißt das Wort schauen, sehen, heißt auch Lunge. Ich nenne es einmal Rea, ich spreche es Rea aus. Deine Vorstellungen, deine deine gerierten Darstellungen, deine Spiegelungen, das ist ein Vorgang des Einatmens und des Ausatmens. Eigentlich müsste man zuerst mit dem Ausatmen anfangen und mit dem Einatmen, aber die Schwierigkeit ist, wie du das nennst, es bleibt immer gleich, weil beides jetzt passiert. Habe ich auch erklärt. Wenn du hier die Gesamtheit nimmst in einer Kiste, könnt jetzt wieder sagen, wir teilen den Bildschirm in einer Kiste, darum wiederhole ich immer wieder dasselbe. Wir denken uns jetzt wieder geschlossenes System. Du musst immer in geschlossenen Systemen denken, die wieder ein Untersystem sind von einem höheren System. Denk, was ich gerade gesagt habe. Küche, Wohnung, Wohnblock, also Haus, in einem größeren Gedanken, Straße, Stadt, Land und so weiter und so weiter. Planet, Sonnensystem sowieso. Das sind Vorstellungen, die du dir jetzt ausdenkst, aufbauend auf einem Wissen, das du in deinem Wissensspeicher, im Arbeitsspeicher zurzeit trägst. Dass es da aber unendlich viele andere Programme auch noch geben kann, die komplett andere Vorstellungen in deinen Geist aufschmeißen. Das ist das, wenn ich immer sage, das ganze naturwissenschaftliche, religiöse Wissen, das du jetzt im Moment dir ausdenkst und deiner Menschheit zusprichst. Der Menschheitsgeschichte. Das ist noch lange nicht der Weis der göttlichen Weisheit letzter Schluss. Das ist das Wissen von einer Schimmelpilzkolonie. Ja. Tut ja der Udo Jürgens immer an einem Schimmelklavierflügel spielen. GNM, das Geschenk von 2 mm, ja. Ist L, ist ein Joch. In dem Flügel kann man dann auch Klavier, Koll, ist alles auf Hebräisch und es sind 4. Und das ist unser D-Dreieck. Ja. Wir können auch ein Delta-Spiegeleck lesen. Geöffnetes L, DL, ist da. 401 heißt ein Wachraum. Ja. Ich spare mir jetzt in Gematrie-Explorer reinzugehen. Du kommst aus diesem System nicht raus, wenn du einmal die ersten Ansätze der Vatersprache verstanden hast. Und du wirst als Geist, um die höheren geistigen Ebenen zu betreten, wirst du da nicht drumherum kommen. Ich könnte jetzt das wieder runter rationalisieren. Du wirst auch als Mensch niemals ein Buch lesen können, wenn du nicht vorher lesen lernst. Und sich selbst lesen, in sich selbst lesen können. Ich sage immer, dein Schwamminhalt ist, das, deine Lebensgeschichte ist ein Buch. Du liest zurzeit in dir selbst. Eine Auslese. Darum sage ich, du musst der Erste sein. Okay, ich sage nochmal was. Ich habe schon wieder dieses Bohrgeräusch. Alles klar, kann die Andrea auch sein. Vielleicht ist es die Andrea irgendwann. Ich glaube, die Andrea, sein. Also bei mir ist es nicht. Bei mir ist auch nichts. Ich höre euch ganz klar, Jungs. Dann ist es gut. Seht ihr, und ganz das ist jetzt klar. Diese verschiedenen Welten, diese Eigenarten, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und das ist eigentlich das Verrückte, wo ich sage, das Konstruktprogramm im Hintergrund ist immer dasselbe. Ja. Das ist die große Erkenntnis, was man ist, wenn ich immer wieder sage, du bist nicht denkbarer Geist, ewig. Man wünscht sich ja, viele wünschen sich ja das, dass man keine Sorgen mehr hat, dass man sich nicht auflösen kann. Und das ist eigentlich, da muss ich einfach nur verstanden haben, was Existenz, das Wort Existenz bedeutet, was ein wirklicher Denker ist und was das Ausgedachte ist. Und dass ich dann immer und immer wieder wiederhole, dass in Gesprächen, jetzt bleibe ich einmal vollkommen normal raumzeitlich mit Bösel, die mich anrufen, die mir Briefe schreiben. Und dann sind die ersten 3, 4 Zahlen, die ich lesen tue, dann zappe ich es am liebsten gleich immer wieder weg, weil ich jetzt ganz bewusst weiß, ich, das erste Mal, wenn was in mir auftaucht, denke ich mir jemanden aus. Der kann es sowieso nicht verstehen. Genau, ja. Das ist
Das ist einmal die Grundlage, egal was du liest. Es ist ein Moment, ein Augenblick, ein Reizauslöser, der in dir auftaucht. Wie reagierst du drauf? Ja. Ich arbeite natürlich mit einer anderen Ebene, weil ich immer noch mit Facetten von mir selber ausgehe. Ja. Das heißt, es bin ja ich. Ja. Ich bin der, der sich jetzt meinen Traum ausdenkt. Aber was ich im Detail erlebe, hängt von meinem Intellekt ab, den ich zum Denken benutze. Und mir ist es einfach, liegt mir am Herzen, dass du jetzt demütig deine Rolle weiterspielst. Mhm. Es ist nie das Bestreben gewesen, irgendwas an deinen Tätigkeiten, jetzt, die du jetzt normal gesprochen als Mensch tust, was du glaubst, was zu verändern. Das wäre nämlich, du würdest wieder Facetten, Puzzlestücke eben verändern wollen und damit entheiligst du dich. Solange ich jetzt hier sitze, ich bin du, und mich als Mensch, als egal wer ich jetzt zu sein glaube und das höre, ist das alles ganz gut, aber sobald ich dann den Computer zuklappe und dann wieder meiner normalen Tätigkeit nachgehe, meinem Leben nachgehe, ist das alles wieder weg. Darum ist mir so wichtig, dass du Geistesfunk wirklich schlichtweg und einfach bemüht bist. Und das hat nichts mit Wissen zu tun. Immer wenn du merkst, dass du aus dem seelischen Gleichgewicht kommst, dass du dir sofort bewusst machst, was ist jetzt eigentlich da? Und dann wirst du merken, du willst dich selber auf, weil du wieder mit den Gedanken in einer Zukunft bist, die dir Angst macht. Das Spiel mit Corona jetzt, ein riesengroßer Test. Dass dir jetzt erst einmal klar sein muss, und jetzt denken wir mal ganz, ganz bewusst. Wir denken uns jetzt erst einmal an Corona, da kannst du dich ja nicht vermeiden. Du schaltest den Fernseher ein, du schlägst der Zeitung auf, du bist unter Menschen, es ist ja das einzige Thema, schon alle laufen mit ihrer Maske rum. Du musst vollkommen unparteiisch werden. Ja. Für dich darf sich keine Kategorie 2-Frage mehr stellen. Wir sind irgendeinen der Bleinfeld-Vorträge, wo ich ganz genau darauf eingehe, auch in vielen Selbstgesprächen, was ist Kategorie 2-Frage? Die Frage, ist es richtig oder verkehrt? Stimmt es oder stimmt es nicht? Weil dann entheiligst du dich schon, weil du sagst, ist jetzt die Welle ein Berg oder ist die Welle ein Tal? Ja. Du hast diese 2 Seiten und die Entscheidung, ob das oder das stimmt, ist keine Entscheidung, sondern das ist der Weg in eine Einseitigkeit. Entscheidung, wenn dein Gummi sich entspannt, hört die Spannung auf. Und wenn du wirklich richtig einseitig, vollkommen heilig entscheidest, existiert in deinem Kopf der Begriff Corona nicht mehr. Nee. Es ist so, wie wenn ich sage, hast du jetzt eigentlich die ganze Zeit geatmet? Mhm. Und sobald du an Atmen denkst, dann so, mach dir das bewusst. Das ist ja in der Esoterik, wenn sie sitzen, beobachte dein Atmen. Das ist ein totaler Schwachsinn. Das heißt, beobachte das ständige chronologische Kommen und Gehen von etwas. Dadurch lernst du und begreifst du nicht, dass es immer nur gleichzeitig sein kann. Ja, genau. All das Zeug ist eine riesengroße Falle. Man muss wirklich den Kern des Problems erkennen und das ist erst einmal das unbewusste chronologische Denken. Die wirkliche Erkenntnis, was heißt ewiges Hier und Jetzt? Wie kann ich das vervollkommnen? In dem Moment, wo ich diese Kategorie 2-Frage, ist es jetzt hell oder dunkel, da wird der normale Geist sagen, die Frage beantwortet sich von selbst, schau doch ganz einfach. Aber die schauen einseitig. Wie sieht jetzt das aus in dem Moment, wo ich mich erhebe und mir die Frage stelle, warum habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich hell und dunkel abwechseln? Und dann lande ich zwangsläufig in meinem Arbeitsspeicher bei dem Konstrukt heliozentrisches Weltbild mit der Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht und um die eigene Achse dreht. Und wenn ich das jetzt plötzlich mir vorstelle, habe ich so oft gesagt, mir strahlen dann Kugeln wieder einen Scheinwerfer an. Ja. Und ich denke mal, das jetzt hier in einen vorgestellten Raum rein und die Kugel dreht sich, es ändert nichts, es bleibt eine Seite hell und eine Seite dunkel, das sind so Elementarsätze, hättest du die verstanden, hättest du vor nichts und niemandem mehr Angst, was auf deiner Erde passiert. Wieso? Weil du plötzlich begreifst, ich bin der, der sich das ausdenkt und nicht der Trockennasenaffe, der auf der Erde ist und meint, hell und dunkel wechseln sich ab. Das ist chronologisches Denken. Genau. Das ist 100%ig sicher. Und wenn du begreifst, dass es in deinem Kopf gar keine Menschheit gibt, wenn du nicht an eine Menschheit denkst, weil die Menschheit als Ding an sich was Existierendes ist, genauso der Mensch und dein eigener Körper. Und existierende Dinge schon vernichtet werden mit dem nächsten Gedanken, den du denkst, was an dir selbst überhaupt nichts verändert.
Weil nichts kann sich nicht verändern. Das absolute Nichts bleibt absolut nichts. Ja. Sich einmal die Frage zu stellen im Hebräischen, wieso heißt dieses Wort Gott im Hebräischen Al oder El ausgesprochen in Zahlen 1,30 von rechts nach links gelesen, von links nach rechts gelesen 30,1. Wieso heißt es eigentlich nichts und Gott? Weil es nichts ist, weil der ewig ist. Genau. Ja. Und du bist ein Gott. Wenn du mich jetzt sprechen hörst und mich ausdenkst. Du rot geschrieben, ne? Du kannst mich nur sprechen hören, wenn du mich zuerst einmal ausdenkst und vor dich hinstellst. Jetzt rede ich natürlich von dem Brüssel-Udo. Mhm. Ja. Du wirst feststellen, alle Personen, die du dir ausdenkst, stellst du um dich rum. Es gibt immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das ist, wenn du an dich denkst, an den jetzt aktuellen Körper, da sitzt du hinter den Augen im Schädel, der natürlich auch nur um dich herum existiert, wenn du dir den Schädel um dich herum denkst. Ja, ja. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Genau, ja. Und da musst du nicht in die Arithmetik reingehen, in die Programme reingehen, was ich erkläre, es ist ein vollkommen neues Weltbild. Das ist das wirkliche Erwachen. Du wirst Wunder erleben über Wunder. Das beginnt im Kleinen schon mit den Zufällen, die sich anhäufen ohne Ende, umso mehr du mit Holofeeling arbeitest. Du wirst wacher, weil dir bewusst wird, was ist jetzt eigentlich da, wo kommt es jetzt her? Ja. Und jetzt gebe ich einen kleinen Tipp, der sehr wichtig ist. Wenn du da in einer Anfangsphase des Verstehens bist, ich sage immer, lege deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit als ein stiller, geistiger Beobachter dessen, was sich in ihm selbst abspielt. Zuerst einmal auf das Wertesystem und Reaktionssystem, das du zurzeit zum Denken benutzt. Ich müsste genau sagen, unter dessen Fuchtel du zurzeit stehst, das dich extrem manipuliert, dieser Mechanismus. Ich mache mal so, ich spreche mal so ins Reine, jetzt Worte rein. Ich gehe mit meiner Frau spazieren. Dann kommen wir hier an einer Unterführung vorbei und da haben extrem dilettantisch welche Sprayer haben das Ding ganz primitiv vollgesprüht. Schon wenn ich die Worte spreche, schmunzle ich dabei. Was in Wirklichkeit passiert, du gehst spazieren und durch den ständigen Wechsel bist du ein träumender Geist, du suchst ja nicht raus, was du träumst, taucht in dir eine Wand auf, wo eine besprüht haben. Schon diese Aussage ist zwanghafte Interpretation. Ja, genau. Es ist das Klingelingeling-Beispiel. Es ist zuerst das Bild da und du erschaffst für alles, was in dir auftaucht, immer eine vollkommen logische Vergangenheit. Ob du das jetzt bewusst denkst, oder ob du nur das Bild anschaust und sagst, was sind das für Idioten gewesen? Ja, da war das so. Du musst dir bewusst machen, dass das dein Programm als allererstes, egal was in dir auftaucht, ich bleibe jetzt nochmal bei sinnlichen Wahrnehmungen, dass in dir immer noch der Glaube ist, dass diese Dinge von irgendjemandem in der Vergangenheit, der auch dann da außen existiert, wenn du nicht an ihn denkst, erschaffen wurde. Und dadurch hast du das Prinzip einer Matrix überhaupt nicht verstanden. Genau. Ja. Und wenn du da mal den Fokus drauf legst, mach das. Ich rede jetzt mal bewusst heute, die nächsten zwei Tage. Jetzt gut, jetzt haben wir die Feiertage. Mach das. Ob du eine Zeitung hast, ob du den Fernseher einschaltest, egal was ist. Versuch dich einmal voll zu konzentrieren, dass du einen Reizauslöser hast, inwieweit dieser Glaube noch in dir agiert, dass alles, was jetzt in deinem Traum in dir auftaucht, von irgendwelchen Menschen erschaffen wurden, in der Vergangenheit, da außen. Und dass das, was du siehst, auch da außen ist, wenn du nicht hinschaust. Du wirst feststellen, ich hänge ja da nur zu 99% in dieser Logik. Ja. Und umso mehr dir das bewusst wird, umso mehr löst sich das durch diese Bewusstwerdung auf. Okay. Deswegen kannst du dein Leben, dein Spiel, deine Führerscheinprüfungsbogenwelt, habe ich ja gesagt, wir haben einmal die Theorie, das ist jetzt, dass du schaust, wie reagierst du drauf? Und dann haben wir ja auch die Praxis, du fährst ja auch schon, du lebst ja schon als Figur, wenn du dich in Bewegung setzt. Aber das Einzige, was du zu verstehen hast, sind ständig wechselnde Bilder. Mhm. Und was eine Riesenfreiheit ist, wenn du nicht mehr das Bedürfnis hast, irgendeinen Gedanken von dir das zu erklären. Das führt nur zu Konflikt. Mhm. Wenn du es versuchst, dann wollen die diskutieren, dann egal was es ist.
Es wollen Menschen nicht wissen, dass sie ewig sind, ewige Wesen sind. Die wollen sich am Leben erhalten, ihren Körper am Leben erhalten. Die Müsli-Scheiße, wo ich anspreche, können wir jetzt schön auffächern. Dass du merkst, die sind hochgradig, normale Menschen sind hochgradig schizophrene Figuren. Schizophrenie heißt gespaltenes Bewusstsein. Es sind schlichtweg und einfach Denker, die nicht wissen, dass alles, was sie denken, durch sich selbst entsteht. So einfache Sätze, mit wem sollte denn ein Gedanke denn sonst was zu tun haben? Doch zuerst einmal mit dem, der sich's denkt. Also deine Schuldzuweisungen Menschen gegenüber, deine Selbstentmachtung, indem du meinst, die Schuldigen sind da außen, du hast nichts damit zu tun. Ich nehme die Schuld auf mich. Die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht, wer ist dafür verantwortlich? Ich habe es gemacht. Gemacht. GE². Der Geist ist E². Das führt uns in die Physik zu Einstein-Formeln. Dieses E² ist ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Eine Energie, die laut Physikbüchern weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Sie ist ein absolutes All, Gott. Ja. Ja. So schwer, ist total easy. So, jetzt schau mal. Beobachte dich selber, wie es weitergeht. In deinem Wir haben Weihnachtszeit. Und dann wird natürlich all das, was jetzt hier, wie gesagt, dann die Ganze oder Debberwein oder Dolly, die Menschen noch retten wollen oder Menschen aufklären wollen, dann kommt die Herzlosigkeit von einem UB, der sagt, mir gehen deine Gedanken, Menschen, die du dir ausdenkst, vollkommen am Arsch vorbei. Mich interessiert von Interesse ist für mich nur der, der sich das ausdenkt. Mich interessieren nicht deine Gedanken. Ich will auch nicht deine Gedanken retten, sondern den, der unbewussterweise denkt, den will ich wach machen. Genau. Und in dem Moment, wo dir das immer mehr gelingt, immer mehr, du wirst immer mehr sein, Elayom, immer mehr Gott sein. Ja. Aus dem alles entspringt, umso mehr dir das bewusst wird, wirst du feststellen, da ja deine Welt, deine jetzige Welt ein Spiegelbild ist, diese ganzen schönen esoterischen Spreche wie innen so außen. Aha. Camera obscura. Aha. Aber das Innen ist das absolute Innen. Ja, ja. Wir haben zuerst einmal unsere Trinität. Ja. Das Innerhalb, Haal und das Außerhalb. Es ist aber alles in dem einen Punkt, in dem Nichts. Da kannst du auch in der Geometrie, es ist ja schön, dass du dir was ausdenken kannst, vorstellen kannst, um dich herum gedanklich verbreiten, ich nenne das immer in Raum und Zeit verstreuen, es ändert nichts daran, dass es trotzdem sich hier und jetzt in dir selbst abspielt. Nicht einmal in den Kopf, wenn du an deinen Kopf denkst, dann hast du einen peripheren Mittelpunkt. Das ist dann ein persönliches Leben. Und dass ich sage, gerade egal welchen Menschen du denkst, du erschaffst ihn und du bestimmst, was der gemacht hat. Und dann wirst du plötzlich feststellen, wenn wir hier wieder reinspringen in diese Bilder, jetzt muss ich doch nochmal ganz, ganz kurz einschalten, die Übertragung. Wenn ich jetzt hier wieder hochfahre, diese kleine Erweiterung von der Holo-Arithmetik, Zeit spielt dabei keine Rolle. Ja. Diese kleine Stelle, die habe ich zigfach gebracht. Das ist jetzt hier nochmal der Endstand erweitert. Meint ihr, dass die Regisseure von der Matrix, wenn der Neo beim Architekten ist und dann sich diese Monitorwand aufbaut, dass hier irgendwelche Wachowski oder irgendwelche, die ich mir ausdenke, was anderes denken können oder gemacht haben können, wie ich mir das denke, dass hier zeitaktuell in dem, was ich hier beschreibe, mit dieser Spiegelung, hüben drei, drüben drei und in der Mitte des DL da, dass hier die Filme Dark auf Netflix oder Tenet, dass das reiner Zufall ist, dass es hier und jetzt ausgedacht ist, kommt aus einer Quelle, nämlich aus dem, der es wirklich erschaffen hat. Ja. Ja. Also wenn du so konzentriert jemanden mit solchen Phänomenen konfrontierst und der sagt dann immer noch, das ist Zufall. Nein. Lass es ganz einfach. Da ist kein Geist. Und jetzt kommt natürlich wieder die verborgene Harmonie der Dinge, dass umso intellektueller einer gebildet ist, umso einseitig mit einseitigem Wissen er arbeitet, in Fachgebieten, die sogenannten Experten, wenn ich das immer wieder sage, dass du die nicht erreichst.
Die müssten nämlich zuerst einmal ihr Wissen opfern, das Haar, das sie zum Denken benutzen, um dann eigentlich einen größeren Komplex verstehen zu können. Das ist in der Jesus-Geschichte ist es schon drin. Es sind einige, es gibt immer Ausnahmen wieder, die die Regeln bestätigen. Nikodemus zum Beispiel. Meister, wann bin ich frei? Aha. Wenn du nicht wieder wirst wie ein Kind. Ein Kind ist auf alles neugierig, was es nicht kennt. Ein normaler Trockennasenaffe bekämpft alles, was er nicht kennt, was für ihn nicht von Interesse ist, ist für ihn sogar gefährlich. Du musst wieder werden wie ein Kind. Aber Meister, ich kann doch nicht zurückgewiesen in den Leib meiner Mutter. Ich sage, du kannst nicht wohin gehen, wo du schon drin bist. Du bist zurzeit in der Matrix. Wie komme ich aus der Matrix raus? Indem ich mich in das Zentrum der Matrix setze. Sagst du, ich habe mir widersprochen. Von oben nach unten gehen. Rauscht an der Stelle wieder vorbei. Ja. Von unten nach oben wollen, aufsteigen wollen, rauscht dann im Wesentlichen nämlich auch vorbei. Wenn man hungrig ist, habe ich früher immer wieder gesagt, will man satt sein. Und wenn du überfressen bist, sehnst du dich danach wieder, dich auszuleeren. Aber die Seligkeit ist hier. Und das, was wir jetzt wieder hungrig satt, was wir wieder chronologisch denken, ist, wenn wir die Zeit in die Transversale schieben, unser transversales Licht immer jetzt. Darum wiederhole ich das und wiederhole ich das. Wenn du ewig denkst, ist das kein Problem. Aber dasselbe ist auch Lichtgeschwindigkeit, die höchste Geschwindigkeit, die es überhaupt gibt. Das ist das große Geheimnis der Einstandformel. Wenn sich was mit der höchsten Geschwindigkeit bewegt, bewegt es sich gar nicht mehr. Dann geht die Scheibe nicht mehr kaputt. Und die Masse wird unendlich. Genau. Das heißt, alle materiellen Dinge, die du dir ausdenkst, die ganzen Anidome deines Universums, zusammengezählt, natürlich Physiker sagen die wieder, das sind 10 hoch, was ich wie viel, alles Blödsinn. Ja. Ist alles nur nachgeplappt, nachgeäfft. Es ist Schwamminhalt, der rezitiert wird und mit dem er Vorstellungen aufbaut, so wie ein Computer mit einem sehr limitierten Wissen, Betonung liegt wieder auf dir, auf Tier, Vorstellungen auf dem Bildschirm aufbaut, die du als Ding an sich niemals entdecken kannst. Weder Gase noch sonst was. Jetzt haben wir unsere physikalischen Formeln. Gerade die Sache mit den absoluten Nullpunkten. Da ist so eine simple Arithmetik dahinter. Kann man alles in den Offenbarungen nachlesen. Wenn ich jetzt ein unreifer Geist bin, dann ist sofort wieder, dann kratzt mein Ego, da bin ich ja dumm. Ich sage, nee, dann hast du was anderes zu lernen. Als Säugling, als Gottessäugling hast du zuerst einmal lernen, nicht mehr in die Hosen zu kacken. Das heißt, ich sage, das Erste, was du jetzt zu lernen hast, vor nichts und niemandem mehr Angst zu haben. Unser Thema ist Corona. Vor was hast du denn Angst? Von Gedanken von dir. Den du ständig immer wieder denkst, immer wieder denkst. Und du meinst, du hast damit nichts zu tun. Ich will ja nicht daran denken. Ich sage, das ist das erste große Problem. Wenn du was nicht willst, denkst du an das, was du nicht willst. Wenn es dir gleichgültig geworden ist, denkst du es nicht. Das verstehen, diese einfachen Sätze verstehen. Und du wirst feststellen, du wiederholst und zerbrichst den Kopf, was richtig oder verkehrt ist. Du machst dich so körre mit Gedanken, die ein ständiges Kommen und Gehen sind, die an dir aber überhaupt nichts verändern, wenn du weißt, wer du selbst bist. Die 200 Gramm rote Gnede kann gelassen sein. Was für eine Form sollte die 200 Gramm rote Gnede vernichten können? Das ist, welche Wellen sollen das mehr vernichten können? Das war ja das Schöne im letzten Selbstgespräch mit der Wunde. Die Wunder, das Trauma, die Traumschöpfung. Sind das alles Zufälle? In einer heilig perfekten göttlichen Schöpfung gibt es keinen Zufall, es gibt bloß Sachen, die dir zufallen, weil du dich selber einseitig erwächst und dann ständig anders handelst, wie du sie dir ausdenkst. Ich sage, wenn du sie anders handelst, denkst du dir doch ganz einfach anders. Dazu brauchst du aber ein anderes Programm. Genau. Ein vollkommeneres Programm. Ja. Jetzt kommt die Sache mit der Vervollkommnung. Dass ja dein Wissen, so wie es jetzt ist, in seiner ganzen Fehlerhaftigkeit, da fehlt noch so viel zur Vervollkommenheit,
vervollkommnest du, indem du die fehlenden Seiten, wie ich immer sage, die Feinde, liebe deine Feinde, dass du das ergänzt in dir. Aber in dir musst du es nicht ergänzen, in dir ist es sowieso heil. Aber du kannst es in dieser ausgedachten Ebene von These und Antithese, wo ich immer wieder sage, als Leser eines Buches befindest du dich nicht in der Traumwelt, sondern in der Traumwelt, der Avantar in unserem Videospiel befindet sich ja nur in dem Kopf von dem Leser. Das ist unsere Kamera Obscura, das ist der Kopf des Lesers. Und du denkst dich jetzt aus und setzt dich gedanklich in den Kopf, darum hast du um dich herum eine Peripherie, die sich aber alles nur in dem Punkt der Kamera Obscura abspielt. Was ich immer wieder sage, das in der Kamera Obscura, in dann im Spiegel, was im Spiegel ist, was du sagst, das bin ich, im Reih, im Kopf des Schöpfergottes, der in der Regel gar nicht existiert. Jetzt denkt man natürlich, darum sage ich, wenn man es den Rot denkt. Das ist dieses Spiel. Ist es ja schon heil. Das war die Sache mit dem Puzzlestückchen. Irgendein Gedanke, den du denkst, den du als unvollkommen ansiehst. Sagen wir, da ist ein Nu drin. Denkst du dir als Leser dann die Nase dazu bei Puzzlestückchen, weil das ja auseinandergerissen ist. Vom Heiligen Ganzen. Ist ja nur herausgespiegelt. Es ist eigentlich verrückt, wenn du jetzt normaler Mensch vor dem Spiegel stehst und du schaust in den Spiegel und du sagst, das bin ich, was in dann im Spiegel eigentlich drin ist. Du musst das alles um 180 Grad drehen. Ich bin der Spiegel und ich denke jetzt an mich und darum stehe ich vorm Spiegel. Genau. Ich denke jetzt, dass ich vorm Spiegel stehe und in den Spiegel reinschaue. Es sind aber alles diese Informationen in dieser arithmetischen Struktur in dir selber. Genau. Das ist die Vollkommenheit. Etwas vervollkommnen, ohne an dem Bestehenden irgendwas verändern zu müssen. Das ist Vervollkommnung. Jegliche Art von religiösen Denken ist, das Bestehende anders haben zu wollen, wie es jetzt ist. Wenn Krieg ist, will ich Frieden. Wenn ich krank bin, will ich gesund sein. Und dadurch werde ich nie erfahren, was Heiligkeit bedeutet. Wenn ich oben bin, will ich unten sein. Und wenn ich unten bin, will ich oben sein. Wer will in die Mitte, wo beides entspricht? Das sollte dein Ziel sein und dann wirst du plötzlich erkennen, da kann ich ja niemals hinkommen, weil ich da die ganze Zeit schon bin. Du kannst nicht etwas erreichen, was schon in mir ist. Jetzt schauen wir uns das R an. E-Quadrat R, er, der Erwachte. Rei, der Kopf des Schöpfergottes. Chet nun, chen ist das hebräische Wort für Gnade. Ja. Ist das absolute Kollektionssein. Du kannst nicht etwas erreichen, rot geschrieben, wo du schon immer bist. Du musst nur die Vordersprache verstehen. Und dann lösen sich alle Probleme von selbst. Was ist ein Problema? Es ist etwas Vorgelegtes, das lateinische Wort. Und es löst sich von selbst. Jetzt ist die große Frage, im selben Moment wird ein neues Problem in dir auftauchen. Und das ist dein Leben. Das wird unendlich, das wirst du nicht stoppen können. Und dann lassen wir es gut sein. Wie sagt der Udo Brüssel immer, wenn du ein Meister des wirklichen Lebens geworden bist, der Meister aller Meister, wenn du ich geworden bist, dann wirst du von Augenblick zu Augenblick, Beckenblick zu Beckenblick hebräisiert, sterben. SDR, SD, raumzeitliche Spiegelungen, sind erweckte polare Existenzen. Ich kann auch SDR machen. Das ist ja rot geschriebenes Geheimnis oder wieder nicht. Und jetzt wird es interessant. SDR ist eben. Ja. Weil du immer da bist, im Meer. Das, was mir schon wieder Meer oben und die Welt unten, das ist eine ganz grobe Metaphorik. Es ist geschuldet dessen, dass ich als Windows-Betriebssystem versuche, basic zu erklären, was Windows ist. Und da muss ich zwangsläufig, kann ich nur in Basic sprechen. Das ist die Metapher für einen, der ein bisschen Grundlagen hat von Computertechnik, um das zu verstehen. Würde ich jetzt Windows sprechen, wird es nur nicht verstehbar sein. Falsch, verkehrt, unsinnig. Du musst einfach Sachen, die dir unlogisch erscheinen, geschehen lassen. Das ist die Kreuzigungsmetapher zum Beispiel. Du musst, wenn sich was auflösen will, nicht ständig versuchen, das am Leben zu halten. Bis hin zu deinem Körper, das ist das allergrößte Problem.
Das ist so schnell vom Tisch, wenn du erkennst, existiert mein Körper eigentlich, wenn ich nicht dran denke. Ich muss doch was anderes sein wie der Gedanke, mein Körper. Weil egal, was ich anschaue, für mich existiert immerhin ein ständiger Wechsel meine Information, die 200 Gramm rote Niere, was ändert es an mir selbst? Das ist das, was ich dir erkläre, was du bist. Dann wirst du merken, dass auch wieder das Bestreben da ist, im Alltag geliebte Mensch das zu erklären. Es kann dann gut sein, wenn die Interesse haben, aber die allerwenigsten haben da Interesse dran. Die werden sich übrigens in dir auch vermehren, wenn du anfängst, ihnen was erklären zu wollen. Die verborgene Harmonie der Dinge, dass alles, was sich widerspricht, auf einer höheren Ebene eine vollkommen neue Qualität ergibt. Also hör auf, irgendjemandem an irgendwas Schuld zu geben, ich bin schuld. Ich bin schuld, weil ich mir das jetzt so denke. Und dann kannst du dich im Kleinen freisprechen, weil du sagst, nee, das ist mein Intellekt, den ich zum Denken benutze. Ich mache das ja. Aber ist dieses Wissen, dieses Intellekt wirklich mein Intellekt? Ist es meine Meinung? Ist das, was ich bisher als meine Meinung angesehen habe, ist das wirklich meine Meinung? Ich sage immer wieder, es ist eine Änderung. Es ist die Meinung deiner Lehrer und Erzieher. Das ist der Test. Und auch hier diese Worte, die ich tausende Male wiederholt habe, Elef Alef Mal. Eigentlich jetzt zum ersten Mal, niemals in der Vergangenheit. Ja. Das ist ja Shin und He. Das Schlafen und Wiederholen und Lernen. Und dann wirst du irgendwann einmal der Meister deiner eigenen Ewigkeit sein und das bist du dann, wenn du ich geworden bist. Darum beginnt unser Spiel mit dem Buch Ich bin du. Auf diese eigenartige Art und Weise. Das Spiel zwischen den Architekten und den Neo. Um auf dieses Bild von Grau zurückzugreifen. Ja. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Gut, lassen wir es gut sein. 1a, Udo, 1a. Ja. Und 1b. Es ist so, wie es ist. Weil die fängt mit B an, sonst wird man nichts hören. Immer, ich weiß nicht, ob es besonders ist, irgendjemanden zu bewundern, den man sich selber ausdenkt. Fang an, dich selber zu bewundern. Dann kommt die große Verwunderung. Ich sage immer, Dankbarkeit ist gut, aber Dankbarkeit an jeden, der Zimmer wieder an den Spiel, alles, was du an den anderen tust, tust du dir selbst. Und ja. In dem Spiel wirst du im Positiven wie im Negativen, wirst du erkennen, was dann wirklich die rote Liebe ist, wie wichtig es ist, zu verzeihen, zu vergeben. Ja. Weil ja. Solange du noch Gedanken von dir Schuld zuweist, das ist Selbstverzeihung, Selbstverständnis. Das ist die Selbstliebe. Es ist die Selbstliebe. Kannst du dich lieben? Ja. Das ist auch so Musterbeispiele. Dann beachte doch einfach, was dein Programm macht, wenn du an deinen Körper denkst. Ja. Vor allem, wenn es dir nicht gut geht, wenn du Wehwehchen hast, wenn du in den Spiegel schaust, dann kommt die Eitelkeit, meine Lieblingssünde, ob dir die Frisur nicht passt. Es ist so ein primitives Programm, mit dem du löst. Du bist so extrem entgeistig, der ganze Materialismus, die Religion, die Pfarrer, diese unendliche Verlogenheit. Die Geldgeilheit, die Machtgeilheit der Politiker, dieser Wahnsinn, dieser Größenwahn zu meinen, hier besser oder mächtiger sein zu wollen wie andere. Um Macht kämpfen, es ist so geistlos. Wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich in deinem Traum noch einspielen, bis du sagst, um mich herum sind ja bloß Wahnsinnige. Und dann wirst du die Stimme in die hören und das sind die Spiegelbilder deines eigenen Wahnsinns. Die Ursache bist du. Es ist das, was du eigentlich im tiefsten Innern glaubst, was da außen ist. Bis du merkst, es ist ein spannender Roman. Wir sind wieder hier bei uns. Was ist eine Illusion? Und eingelenkt. Dieser kleine Abschnitt, wenn du den verstanden hast, ist alles vom Tisch. Jegliche Form von Angst und Leid ist vom Tisch. Und dann wirst du wieder merken, ja, aber wenn ich jetzt Kreuzschmerz habe, hilft mir das auch nichts. Wieso hast du Kreuzschmerzen? Ja. Wenn du dich mit dem Körper verwechselst, bitte. Fünf. Da kann der Udo dann tausendmal sagen, wenn du Zahnschmerzen hast, dein Zahn hat keine Schmerzen, du hast die Schmerzen. Genau. Okay. Weil du glaubst, das bin ja ich, das ist ein Teil von mir. Was dann auch wieder verschiedene Seiten hat, du wirst irgendwann an einen Punkt kommen, du kommst, zuerst musst du mal die zwei Seiten verstanden haben, was automatisch dann vier Seiten entstehen, die Qualitätsachse, und dann haben wir die 8 bis die 16. Sag, die 16 sollten vollkommen verstanden sein, die 16 Seiten. Mhm. Das ist die schöne Sache mit der Tasse, die Perspektiven. Mhm.
unser Volker, den ich mir jetzt ausdenke, diese tollen Fotografien gemacht hat. Es ist eine neue Physik, eine geistige Physik. Das ist das, wo deine jetzige Traumwelt wirklich drauf aufbaut. Das ist auch hier 1999 die Matrix. Jetzt, immer jetzt. Das war nur eine andere Seite, wenn du zurückblätterst. Diese Filme im Kino kommen jetzt, Dark, Netflix. Ja, die kenne ich ja nicht. Ich schaue nicht Fernsehen, sondern viele. Es interessiert mich nicht. Dann frag dich, warum. Weil es nicht von Interesse ist. Was wir jetzt so schön festgestellt haben, gerade auch immer, was geistreich ist. Von was kannst du mehr lernen? Von diesen Trash-Sendungen im Fernsehen? Sommerhaus der Stars oder wie das heißt, alles das ganze Zeug? Oder von einer Vorlesung, wenn du dir Physikvorlesung oder Theologievorlesung anhörst? Ich behaupte, du wirst wesentlich mehr lernen über den Charakter von Menschen, wenn du dir die Trash-Sendungen anschaust. Gespiegeltes Denken. Und du wirst in einen Zustand kommen, dass wenn du wissenschaftliche Vorlesungen über Theologie und so hörst, dann musst du nach 3 Minuten abschalten, weil du sagst, weil dir so bewusst wird, dass das nur geistlos nachgeäfftes Geschwätz ist, mit dem du vorher auch deine Vorstellungen aufgebaut hast. Das ist ein Gefängnis, wo du drin sitzt, dieser Idee. Bring den Müll raus. Ein Müll. Das ist der Wachwerdeprozess. Das ist ein intimer Akt. Richte das erst einmal in deinem Kopf. Heile dich in deinem Kopf und ich sorge dann dafür, dass die Welt um sich herum verändert. Deine Traumwelt. Ein göttliches Versprechen. Ob du mir jetzt vertraust oder nicht, ist nicht mein Problem. Es waren deine Probleme, waren im Positiven, im Negativen, weil das Wort Problem ja auch wieder nur negativ belastet ist. Dass man das Wort Problem auch positiv sehen kann, das Vorgelegte, dass man Freude dran haben kann. Ja, genau. Oh, da kommt ein neuer Film, ich freue mich schon drauf. Ja. Ist das davon abhängig, ob das ein Liebesfilm ist? Das kann doch, du freust dich doch auch immer mal auf einen spannenden Krimi oder auf einen Horrorfilm. Ich muss nur wissen, was ich bin und was der Film ist und wieso er da ist. Es ist, oder die Märchen, es ist eine lehrreiche Unterhaltung. Erscheinungen, das ist jetzt wirklich der Abschluss. Ob das ein Film ist oder dein Leben, alles, was in dir auftaucht, als Reizauslöser, besitzt noch keine Qualität. Das stimmt. Die Qualität erschaffst du mit deinem Intellekt. Ja. Und du bestimmst, ob es ein gut oder schlecht, ob es ein interessantes oder uninteressantes oder aufregendes oder gefährliches Leben ist. Ja. Da wirst du genau dann, wenn du deine Logik analysierst, was du gefährlich nennst, ist immer verbunden, mir könnte ja was passieren. Das Druckmittel jetzt bei der ganzen Corona-Sache muss dir eins klar sein, dass egal, ob du die eine Seite oder die andere Seite glaubst, du baust deinen Glauben auf einen geistlos nachgeäfften Wissen, das du vom Hörensagen kennst, auf. Okay. Diese Hämigkeit, die du in den offiziellen Pressen mittlerweile hast, mach jetzt heute Show oder so, die qualitativ sehr spaßig war, das mittlerweile fast unerträglich ist, wenn man weiß, was das heilige Ganze ist, wie lustig die sich machen über die Verschwörungstheoretiker und gar nicht merken, dass sie ihr eigenes Spiegelbild vor Augen haben. Es ist die Ursache, ein von Hören gesagtes Wissen, dem man vollkommen vertraut und das dann zwangsläufig auch verwirklicht. Wenn jetzt zu mir einer sagt, komm, wir fahren in Krankenhäuser, ich zeige dir das, das Krankenhaus, das der in seinen Traumen sich aufbaut, wird so sein, wie er glaubt, dass es ist. Ja. Das Thema habe ich auch gesprochen, wie das funktioniert. Du kannst nur deinen Glauben verwirklichen. Das stimmt. Weil es ein Traum ist, bis hin in die Realisierung. Das ist, so weit würdest du glauben, dass man übers Wasser laufen kann, das habe ich 1000 Mal gesagt, dann würdest du übers Wasser laufen können. Der Witz ist, dir wird es nicht auffallen, weil dann, wenn du das glaubst, wäre das für dich nämlich normal. So wie jetzt, und jetzt ist wirklich Schluss, ein Smartphone, ein Wunderwerk-Smartphone, wo unendlich viel Wissen herauskommt. Ein kleines Accessoire im Schulranzen einer Neunjährigen. Und jetzt gehen wir zurück in das Jahr 1980. 40 Jahre. Da hat man das ja sich vorstellen können, aber als Science Fiction. Ich habe das immer wieder gesagt. Dass sowas einmal geben wird, das können wir ja aus den Science-Fiction-Filmen, hat es ja schon in die 70er Jahre schon gegeben, Raumschiff Enterprise, plus das Ganze hat sich dann im Jahr 2300 abgespielt.
Und das sind jetzt nur Worte, und wir fangen schon wieder an, unsere jetzt gedachten Gedanken in unserem Raum und Zeit zu verstreuen. Das ist hundertprozentig sicher. Also scheiß dir nicht in die Hose und nimm noch einen Zug Leben und mach dir zuerst einmal bewusst, dass du nicht davon abhängig bist, ob dieser Körper, den du jetzt denkst, wenn du an dich denkst, der jetzt vor dem Computer sitzt, du bist nicht von dem abhängig. Nee. Er ist von dir abhängig, weil der existiert nicht, wenn du ihn nicht denkst. Ja, genau. Ja. Und das muss installiert werden. Ja. Alles klar? Jetzt lass Gottes Gedankenspiel. Alles klar. Bis gleich.